Erstmal Sven Lauda 5 Jahre keinen Kontakt mit mir. Okay. Was sehr bedauerlich ist, weil ich ehrlich gesagt das große Bedürfnis habe, mit ihm mal zu sprechen. Und was Marcel Krass angeht, so habe ich wenig Kontakt mit ihm. Wenn wir uns treffen, grüßen wir uns und haben eine nette Beziehung zueinander. Aber bei Sven Lauer habe ich ein großes Bedürfnis, mit ihm mal zu reden, vor allen Dingen über einige Sachen, die er in seinem Buch geschrieben hat, ja, die in meiner Meinung nach eine riesengroße Katastrophe sind. Ja. Also es ist einfach eine riesengroße Katastrophe. Und übrigens, vor kurzem hat mich eine Schwester angeschrieben, nicht vor kurzem, vor ungefähr einem halben Jahr, und hatte sich bei mir entschuldigt, weil sie geglaubt hat, ich wäre vom IS. Und dann habe ich gesagt, wie ich das immer mache, wenn jemand so kommt, sage ich, okay, kein Problem, Entschuldigung angenommen. Aber warum hast du gedacht, dass ich vom IS bin? Weil meistens sagen die dann, ja, ich habe das in den Medien gehört und Tobias Huch und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer, Leute, wie könnt ihr so blöd sein? Wie könnt ihr so doof sein und den Medien glauben? Da sagt sie, als ich sie gefragt habe, wie kamst du darauf? Sagt sie, durch das Buch von Sven Lau. Da habe ich gesagt, ja, sage ich, also du bist die erste Person, die ein vernünftiges Argument gebracht hat, warum sie geglaubt hat, dass ich vom IS bin. Warum? Warum hat sie ein vernünftiges Argument? Durch das Buch von Sven Lau, dass sie gedacht hat, ich wäre vom IS. Warum? Warum ist das? Es ist das erste Mal, dass jemand mit einem vernünftigen Argument gekommen ist. Bruder, wir sind nicht bei Taliban, wir sind auch nicht bei Erdogan, da habe ich keinen Bock drauf. Wir sind bei was ganz anderem. Warum hat sie meiner Meinung nach ein vernünftiges Argument gebracht? Bruder, man kann keinen zwingen, schlecht über jemanden zu reden. Man kann jemandem ein Angebot geben. Ich kann jemandem sagen, ich halte dir die Pistole an den Kopf und mal sage das und das. Und er hat nicht schlecht über mich geredet. Er hat nicht wirklich schlecht über mich geredet. Nur mal so nebenbei. Guck mal, weil ihr Freunde wart und er in Syrien war. Guck mal. Er hat, bevor er in den Knast gekommen ist, immer Videos gemacht. Mit mir zusammen teilweise, wo wir sagen, wir sind nicht vom IS. Plötzlich macht er bei Talksendungen mit, schreibt ein Buch, wo er praktisch bestätigt, dass das Gericht recht hatte und er auch dazugehört. So, was denkt jeder normale Mensch, dass bei mir genau derselbe Fall ist? Sie mir nur nichts vorwerfen können. Ist doch logisch. Zu der Zeit, wo er sagt, ja, ich war damals ganz falsch und wir waren viel zu radikal und wir waren dieses und jenes und waren auf einem ganz anderen Ding. Mit wem war er denn damals zusammen? Wo er darüber redet und ich bereue das, was ich gemacht habe und dass ich den Terror unterstütze. Mit wem war er denn jeden Tag zusammen? Mit mir. Also, was schließen wir daraus? Jeder Normale. Dass ich auch davon bin. Es ist ja auch so, guck mal, er ist ja noch nicht mal verurteilt worden wegen IS. Er ist verurteilt worden wegen einer Gruppe namens Jamba. Aber zum Beispiel, wenn er zu solchen Talksendungen geht und da seine Reue erzählt, betont er das ja nicht. Ich habe es zumindest nie gesehen. Ich will nichts Falsches sagen.
Bruder, kann sein, dass er praktiziert. Ich denke, gehe davon aus, dass er praktiziert. Ich hoffe es. Bruder, kämpfen ist eine Sache, die ein langes Thema ist. Ist eine Sache, die ein langes Thema ist. Es ist nicht so wie, ah ja, da wird man bekämpft. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Bruder, das ist ein sehr tiefgründiges Thema. Ja? Würdest du eine Nichtjungfrau heiraten, das ist eine Frau, die geschieden war oder verwitwet oder vielleicht zum Islam konvertiert ist? Bei mir steht das Thema ja nicht an, aber das ist für mich wäre das kein Problem. Bruder, guck mal. Es gibt, Bruder, sorry, Leute. Ich verstehe dich 100%, aber der Bruder wurde irgendwie was keine Entschuldigung ist. Genau, es ist keine Entschuldigung. Es ist eine Erklärung. Okay? Guck mal, Leute, ihr müsst eine Sache verstehen. Das, was du gerade sagst, musst du gar nicht erwähnen. Es ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung, Bruder, guck mal. Ich kann kein Buch schreiben, was heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und rede dort über Nelson Mandela, wie er standhaft gewesen ist und 25 Jahre im Knast war, als der größte Terrorist galt und wie man sich da, ja, und wie wir, und wir können nicht oben auf der Bühne stehen und sagen, bis der Kopf fliegt und so weiter und so fort, ja, weil man nicht sich selber nur damit blamiert, weil er hat sich selber damit blamiert. Die Kuffar haben sich darüber lustig gemacht. Und das ist das, was ich bedauert habe. Als er im Gerichtssaal geweint hat, kurz vor der Urteilsverkündung, und den Richter angebettelt hat, ihm eine geringere Strafe zu geben und dabei geweint hat, habe ich das kritisiert, habe gesagt, das hätte er nicht machen dürfen. Mehr habe ich nicht gesagt. Warum? Weil er sich damit blamiert hat. Er hat damit sein Gesicht verloren, nicht ich. Aber wenn man nachher solche Sachen schreibt, ja, dann zieht man uns da mit rein, ob man will oder nicht. Und ehrlich gesagt, auch bei dieser Sache im Gericht nimmt man uns auch ehrlich gesagt etwas mit rein. Aber es geht hauptsächlich um ihn selber. Ich kann nicht einen Richter, und das ist wirklich wahrscheinlich der schlimmste Richter in Deutschland, ja? Der Typ, der hat jemanden in Bonn, der einen Anschlag vorhatte. Anschlag vor, da ist keiner ums Leben gekommen. Sie lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung geben. Überleg mal, die Leute, die Sauerlandgruppe, die einen Anschlag machen wollten, wie viele Jahre haben die bekommen? 10 Jahre? Der hat lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung bekommen. Gibt es irgendwo etwas, wo jemand einen Anschlagsplan gemacht hat und hat lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung in Deutschland bekommen? Ja. Ich bin absolut gegen Anschläge, das wisst ihr, da ändert sich nichts dran, aber ich will erklären, wie dieser Richter tickt. Dieser Richter gibt Sven Lau 5,5 Jahre wegen, also wie gesagt, ich glaube, dass das nicht stimmt, ne? Aber wir gehen einfach mal von dem aus, was der Vorwurf war. Der Vorwurf war, 250 Euro jemandem gegeben, Nachtsichtgerät, ja? Und jemand eine Telefonnummer gegeben von jemandem, der in Syrien ist. Das ist das, worüber verurteilt wurde. Das ist das, was auf dem Tisch. 250 Euro, Nachtsichtgerät oder Nachtsichtgeräte und jemand eine Telefonnummer. Da hat er 5,5 Jahre bekommen. Und dann sitze ich und dann schreibe ich ein Buch und sage, ja, mich hat es eigentlich gewundert, dass er mir nur so wenig gegeben hätte. Ich bin froh, dass ich in den Knast gekommen bin und dass ich über meine Fehler nachdenken konnte. No. Diese Sache, dieses Weinen vor Gerichtssaal, ja, ist etwas, ihr könnt euch die Kommentare mal anschauen. Gebt mal ein, Sven Lau, ja, Gerichtssaal, Tränen im Gerichtssaal. Schaut euch mal die Kommentare der Kuffar an dort.
wie sich über ihn lustig mache. Das heißt, das ist in erster Linie schädlich für ihn. In zweiter Linie schreiben die, ah, guck mal, die haben eine große Fresse sonst und jetzt sind sie am Rumheulen. Und außerdem, was denke ich denn, was ich damit erreichen könnte, wenn ich vor dem Gerichtssaal weine? Und jetzt, pass auf, es gibt Weinen und Weinen. Es gibt Weinen und Weinen. Ich kann weinen. Der Prophet hat geweint. Können mir jetzt die Tränen kommen? Aber ich weine und bettel den Richter an, weinend. Ja, ich will es nicht nachmachen, weil es dann wirklich zu sehr ins Lustigmachen hineingeht. Ja? Ich bettel den Richter an, bitte, bitte, lassen Sie mich doch hier gehen und ich habe eine Familie. Hast du wirklich gedacht, dadurch kriegst du eine Erleichterung? So, das ist der Fehler, den er sich an. So, und das haben wir, und dann wurde gesagt, ja, und dann liegt man auf dem Boden und dann wird noch drauf getreten und dann habe ich mich von den Leuten losgesagt. Nee, 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 nee. Erstmal, diese Sache haben wir nie öffentlich gemacht. Das war in unserem Kreis. Wir haben das für ihn bedauert. Wir haben das für ihn bedauert. Und da könnte jemand sagen, ja, das sind ja Emotionen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Emotionen gibt es. Und es gibt, es gibt Emotionen. Aber Emotionen sind eine Erklärung, keine Entschuldigung. Wenn ich zum Beispiel Emotionen habe, raste aus und schlage meiner Frau die Zähne ein, beispielsweise, möge Allah mich bewahren, waren das Emotionen, die aber falsch sind. So. Wenn ich solche Emotionen habe vor Gericht, war es ein Fehler und den Fehler muss ich akzeptieren. Deswegen, nochmal auf dich zurückzukommen, Bruder, was du eben gesagt hast. Ja, er wurde bestimmt unter Druck gesetzt und bla bla. Alles klar. Natürlich wurden aber andere auch. Bilal Gümüş wurde auch unter Druck gesetzt und hat Endstrafe abgesessen. Wenn ich auf der Bühne stehe und sage, bei uns, bis der Kopf zu Ende steht, bis der Kopf fliegt und so weiter, muss ich stehen bleiben. Punkt. Und wenn nicht, habe ich einen Fehler gemacht. Und den Fehler muss man akzeptieren. Wie würde ich in dieser Situation reagieren? Hoffentlich anders. Hoffentlich anders. Aber wenn ich so reagieren würde wie er, hätte ich einen Fehler gemacht. So einfach ist das. Und deswegen haben wir uns nicht von ihm abgesagt, er hat sich schon von uns abgesagt. Ganz klar. Er ist im Aussteigerprojekt des Verfassungsschutzes. Das ist es halt. So, aber guck, er hat einen Fehler gemacht. Wir haben ihn nicht verdammt. Uns von ihm abgesetzt. So, aber er sagt ganz klar in seinem Buch, ganz klar, das war für mich, als ich gehört habe, dass die Brüder, dass das nicht gut ankam in der Szene mit dem Wein, natürlich kommt das nicht gut an. Weil es in erster Linie schädlich für ihn ist. Das war für mich der Schluss so. Ich weiß nicht genau, wo der Schlussstrich gewesen. Das heißt, jetzt stehen die noch nicht mal zu mir. Doch, wir stehen zu dir. Aber als Brüder müssen wir auch der Meinung sein, dass das ein Fehler war. Wenn ich beispielsweise ausraste und einen umbringe, dann war es vielleicht ein Fehler. Dann war es ein Fehler. Ja, und da kann man nichts anderes dann sagen. Bruder. Jeder macht Fehler. Aber Fehler sind Fehler und Fehler werden auch kritisiert. Bruder, es gibt keine CIA-Foltermethoden im Knast. Und wie gesagt, es gibt genügend Brüder, die im Knast sind, ja, und aus dem Knast rausgekommen sind, die sich nicht so verhalten haben. Ein anderer Bruder war auch 5 Jahre im Knast gewesen. Hat auch, oder mehrere Jahre im Knast gewesen, hat mit mir, Kontakt. Den haben sie bei mir zu Hause sogar verhaftet. Da sind sie nachts reingeflogen und haben ihn verhaftet, weil er bei mir übernachtet hat. Und die Tür war kaputt und alles drum und dran. Und ich habe jetzt wieder Kontakt mit ihm. Er hat auch kein Buch von seinem Ausstieg geschrieben. Bruder, hast du Angst, dass sie permanent dich in den Knast kriegen wollen? Wie gehst du mit dem Druck um? Klar, die wollen mich im Knast kriegen. Und ich glaube sogar, die werden mich irgendwann im Knast kriegen. Ich denke, dass das Buch von Sven Lau sogar seinen Beitrag dazu leisten wird. Weil, guck mal, ihr müsst ja vorstellen, bei einem Gericht, es ist nicht so, dass es nur um Fakten geht. Es geht auch um Wirkungen. Wenn da jemand ist und der sagt, der habe beteuert bis zuletzt vor Gericht unter Tränen,
dass er da nicht schuldig ist und sie ihn begnadigen sollen. Ja? Und mit uns zusammen vorher, mit dem Ängsten, dem er war mit mir. Ja? Und dann nachher macht er ein Buch und schreibt, dass das doch alles richtig war und es war richtig, dass er verhaftet wurde. Was denken die denn über mich? Bruder, egal was die mir vorwerfen werden, ich bin direkt mindestens 5 Jahre im Knast. Mir wird kein Mensch glauben nach diesem Buch. Ich spare, natürlich. Jetzt bei ihm, Spartans 98, ob ich mich jetzt von ihm verraten fühle, nee. Das ist vielleicht das Kuriose jetzt von dem, was ich gesagt habe. Ich fühle mich von ihm nicht verraten. Ich glaube einfach, dass er einfach eine unüberlegte, dumme Entscheidung getroffen hat. Das heißt nicht, dass er dumm ist, aber er hat eine unüberlegte, dumme Entscheidung getroffen, aus seinen Emotionen heraus. Und die meisten Fehler macht ein Mensch, wenn er kurzfristig denkt und nicht langfristig. Das ist der Punkt. Nein, Bruder, solche Bücher sollte man nicht lesen. Bruder, was ist das Buch? Ist geschrieben worden mit freundlicher Unterstützung des Verfassungsschutzes. Es werden dort die Sachen bestätigt, die der Verfassungsschutz gegen uns sagt. Dass das eine, guck mal, wir wollen die Leute aufrufen zum wahren Weg. Wir wollen den wahren Weg schmackhaft machen. So. Was sagt der Verfassungsschutz? Ja, diese Leute, die so geworden sind, das sind alles labile Jugendliche und so weiter und so fort. So, wie fängt er an, das Buch zu schreiben? Fast wie Dominik Schmitz. Kein Vergleich mit Dominik Schmitz. Ich habe mich falsch. Ich rede nur vom Anfang des Buches. Weil Dominik Schmitz ist kein Muslim. Okay? Aber dass man erstmal über seine Jugend redet und Scheidungskind und so weiter und so fort. Genau das, was die hören wollen, um zu sagen, ja, hier, der kann auch nichts dafür, dass er so geworden ist. Gut, liebe Geschwister, ja, möge allein recht leiten. Wie gesagt, ich fühle mich verraten, sondern weil ich glaube nicht, dass er das aus Bösartigkeit gemacht hat, sondern aus Leichtsinnigkeit. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Ne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.